Hallo zusammen. Heute zeigen wir euch den JBL Tuner nochmal in einem exklusiven Test. Los geht's nach dem Intro. Hallo, wir haben euch ja den JBL Tuner schon im letzten Video einmal kurz vorgestellt, was er so alles kann. Wollten wir euch mit dem nächsten Video, was wir heute euch zeigen, noch ein bisschen genauer vorstellen. Ich habe den mal getestet über einen längeren Zeitraum und da ein paar Eindrücke gesammelt. Diese wollten wir euch jetzt mal weitergeben. Was wir euch natürlich schon vorneweg gesagt haben, ist es der erste Bluetooth-Lautsprecher von JBL mit integriertem Radio, sogar auch DAB Plus Radio, was jetzt ja immer mehr und stärker im Kommen ist. Bluetooth ist weiterhin integriert, eine AUX-Buchse ist mit am Gerät dran, sodass ihr auch externe Quellen wiedergeben könnt. Dies, muss ich auch sagen, steht auf keiner Internetseite bereits bisher jetzt und auch in keinem Datenblatt. Die AUX-Buchse oder der AUX-Anschluss auf der Rückseite, dort einfach mit einem 3,5 mm Klinkenkabel euer Handy anschließen und das Gerät erkennt automatisch, dass ihr ein externes Gerät angeschlossen hat und zeigt euch dann auch die AUX-Quelle im Display an. Das ist schon mal relativ gut gelöst, dass er das automatisch erkennt. Natürlich könnt ihr dann auch noch über die Eingangstasten, über DAB bzw. Radio durchschalten oder auch Bluetooth. Zum Sender speichern, relativ simpel eigentlich, ihr macht den Lautsprecher an, wählt FM oder DAB aus, lasst euch den Sender entweder automatisch suchen über die Scan-Taste oder die ganzen Sender, die ihr findet, suchen lassen. Die Sender, die euch gefallen, könnt ihr dann mit längerem Tastendruck auf die jeweilige Taste dort abspeichern. Dies geht bei FM und DAB beides gleich genauso. Lautstärke braucht man, glaube ich, nichts dazu sagen. Falls ihr mal einen etwas schlechteren Empfang habt, auch die ausziehbare Antenne mit dabei. Wobei ich sagen musste, bei meinem Test hatte ich immer sehr, sehr guten Empfang. Wo es ein bisschen schwächer geworden ist, ist dann natürlich im Innenbereich bei Häusern. Da ist der DAB-Empfang, je nachdem, wo man gerade wohnt oder sich aufhält, nicht überall gleich gut. Was mir bei längerem Test aufgefallen ist, sprich wenn der Lautsprecher mal so anderthalb Stunden läuft und ihr wollt ihn ausmachen, geht er nach kurzer Zeit wieder von alleine an. Ich habe es bis jetzt noch nicht verstanden, warum er das macht. Auch meine Recherche im Internet hat auch noch nichts gegeben, dass es ein Update oder sowas dafür gibt. Da müssen wir einfach mal schauen, wo die Reise hingeht, ob JBL das merkt oder wie man das Ganze beheben kann. Vielleicht liegt es auch nur bei meinem Modell so, vielleicht habt ihr mit eurem Modell diesen Fall noch nicht gehabt. Lasst ihr den Lautsprecher mal 10-15 Minuten an, ist dieser Fehler bei mir allerdings nie aufgetreten. JBL gibt hier die Akkulaufzeit an bis zu 8 Stunden bei einer Lautstärke von ca. 80%. Mein Test hat ergeben, ich habe so ungefähr bei 50-60% Lautstärke gehört, dass er wirklich dann ein bisschen länger hält. So 10 bis 12 Stunden waren auf jeden Fall machbar. Ansonsten passt es eigentlich recht gut. Es kam schon öfters die Frage auf, es ist nur ein Monolautsprecher, wobei beim Radio reicht es, finde ich, fast oder langt es fast aus. Er klingt trotzdem sehr, sehr kraftvoll. Er hat eine schöne Größe im Vergleich hier mal einen aktuellen Flip 4. Ist eigentlich sehr, sehr ähnlich von der Bauart her. Länge, Höhe, Breite, passt eigentlich alles soweit. Hier muss man natürlich ganz klar sagen, dass der Flip 4 kraftvoller ist. Er hat natürlich zwei Lautsprecher mit integriert, mit einem Bassmembran, der natürlich kräftiger ist als der Tuner. Da muss man einfach ganz klar sagen, was will man? Will man einen Lautsprecher haben, der schon integriertes Radio mit drin hat, oder macht man einfach Radio übers Handy an und schickt es via Bluetooth an den Lautsprecher? Das muss jeder für sich selbst wissen. Preislich 99 Euro der Tuner. Der Flip 4 kriegt ihr auch schon so um die 100 Euro. Also gibt sich dort jetzt auch nichts. Klanglich mache ich euch gerne den Tuner nochmal an, dass ihr den nochmal hören könnt. Mm-hmm.
Der Applaus ist längst vorbei und dein Herz schwer wie Blei. Jeder redet auf dich ein, trotzdem bist du. Man fühlt sich schon etwas geringgeschätzt. Auch noch ein Thema, was mir aufgefallen ist, er zeigt euch beim An- und Ausmachen den Akkustand an. Finde ich ein bisschen doof, dass man während er läuft nicht den Akkustand überprüfen kann. Dazu muss man ihn erst wieder aus und wieder anmachen. Das ist ein kleiner Kritikpunkt. Ansonsten schon mal super, dass er überhaupt den Akkustand in Prozentzahl anzeigt. So, jetzt verbinde ich mich mal. Beziehungsweise habe mich schon verbunden und spiele jetzt mal einen Titel ab. Lautsprecher hat er hier auf der Seite drin. Wenn man den zuhört, merkt man schon deutlich, dass er da nicht mehr so kraftvoll klingt. Aber das ist halt auch nur ein Mono-Lautsprecher. Im direkten Vergleich mal kurz nochmal der Flip. Und jetzt schalte ich gleich nochmal vom Flip zum Tuner. Mache euch jetzt aber erstmal den Flip an. Ich denke, das war jetzt keine Überraschung, dass der Flip wirklich ein bisschen kraftvoller in den Bässen klingt. Im Hochmitteltonbereich kann man echt beim Tuner nichts Schlechtes dagegen sagen. Von daher passt das eigentlich schon ganz gut. Wir hoffen, dass euch das Video auch gefallen hat. Der Tuner gibt es ab sofort auf dem Markt zu kaufen. Er ist noch nirgendwo wirklich so stark vertreten. Deswegen ist es ein Nischenprodukt, was aber jetzt bestimmt gerade jetzt, wo der DAB-Empfang immer größer wird, bestimmt stark gebraucht wird. Und von daher wirklich eine Kaufempfehlung für unterwegs. Ein idealer Begleiter. Man braucht nicht zwingend sein Handy dazu. Recht eine schöne Sache. Würden uns freuen, wenn euch das Video gefallen hat, für ein Like und gerne abonniert auch unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.